Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z, heute zum Buchstaben N. Es geht um die gemeine Nachtkerze, aber zu uns ist sie überhaupt nicht gemein. Die Nachtkerze hat sowohl Heilwirkung, die wir uns nutzbar machen können, und wir können aber auch fast alle ihre Teile richtig gut als Nahrungsquelle benutzen. Den lateinischen Namen der gemeinen Nachtkerze blende ich euch mal ein. Und das B darin zeigt schon, dass das eine zweijährige Pflanze ist. Im ersten Jahr, wenn die Nachtkerze wächst, bildet sie eine Blattrosette aus und steckt die meiste Energie erstmal in ihre Pfahlwurzel hinein. Im zweiten Jahr dann bildet sich ein Stängel aus, an dem die Nachtkerzen Blütenstände auftreten und danach natürlich auch die Samen. Die Nachtkerze als Heilmittel findet sich ausnahmsweise mal nicht in mittelalterlichen Aufzeichnungen. Das liegt daran, dass die Nachtpflanze ein Neophyt ist. Sie kam im 17. Jahrhundert in etwa um 1620 über die See- und Handelswege mit nach Europa und hat sich seither hier ausgebreitet. Ursprünglich stammt die Nachtkerze aus Nordamerika. Die dortigen Ureinwohner haben die Nachtkerze schon lang benutzt als Nahrungsquelle. Sie haben die Blätter, die Wurzeln und die Samen gegessen, aber auch die Heilwirkung der Nachtkerze haben sie sich zunutze gemacht. In Nordamerika heißt es besonders, dass die Nachtkerze so ein wertvolles Nahrungsmittel ist, weil sie den Körper stärkt. Seit sich die Nachtkerze auch in Europa ausbreitet, ist sie eine sehr beliebte Pflanze auch bei den Bauern. Und sie hat ganz viele volkstümliche Namen inzwischen erhalten. Sie gilt als eine sehr wertvolle Gemüsepflanze, eben wegen ihrer vielen essbaren Teile. Ihren Namen hat die Nachtkerze mit hoher Wahrscheinlichkeit daher, dass ihre Blüten sich nachts öffnen. Sie wird auch von Nachtfaltern bestäubt. Sie wird auch Abendblume oder Nachtstern genannt. Ein weiterer Trivialname ist aber auch Rübenwurzel. Sie heißt aber auch Schinkenwurz oder Blutwurz. Das liegt daran, dass ihre Wurzeln essbar sind. Das sind Pfahlwurzeln, die wachsen so ähnlich wie eine Karotte oder auch Petersilienwurzeln. Und die kann man richtig gut als Gemüse zubereiten. Ebenso ähnlich wie Schwarzwurzel und sie enthält richtig viele gute Nährstoffe. Sie ist wirklich sehr nahrhaft und gesund für uns als Nahrung. Die Wurzeln der Nachtkerze kann man im ersten Jahr, wenn sie wächst, benutzen, also ausbuddeln. Da gilt es allerdings, die an der Blattrosette zu erkennen, weil erst im zweiten Jahr bilden sich die Blütenstände, wo man dann auf jeden Fall sieht, das ist eine Nachtkerze. Dann ist aber die ganze Energie aus der Pfahlwurzel in den Blütenstängel und in die Vermehrung gegangen und die Pflanze schiebt dann ihre Energie auch in die Samen, in die Früchte, in die Vermehrung. Deswegen wird die Wurzel dann sehr holzig und eignet sich nicht mehr als leckeres Gemüse. Im zweiten Jahr kann man aber immerhin noch die Blätter für den Salat ernten, man kann die Blüten essen und die wertvollsten Inhaltsstoffe stecken zumindest in den heutigen Heilmitteln, besonders in den Samenkapseln, in den Früchten der Nachtkerze. Es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, ein Pfund der Nachtkerze gibt mehr Kraft als ein Zentner Ochsenfleisch. In Neudeutsch heißt das, 500 Gramm von Nachtkerze haben mehr gute Inhaltsstoffe als 50 Kilogramm Ochsenfleisch. Die Blätter der Nachtkerze kann man richtig gut mit im Salat essen, die sind ganz zart und weich. Man kann sie natürlich auch wie Mangold, Spinat zubereiten, als Gemüsepfanne mit, als Blattgemüse oder sie einfach als Rohkost genießen. Die Blüten sind auch essbar und sehr dekorativ. Sie haben einen süßlichen Geschmack und können besonders gut für Salate oder auch für Süßspeisen oder Nachspeisen genutzt werden. Die Samen der Nachtkerze bilden sich logischerweise, nachdem sie geblüht hat, im August bis Oktober des zweiten Jahres nach der Blütezeit. Und die enthalten richtig gute Eiweiße und sehr wertvolle Öle. Die sind sowohl als Nahrungsquelle richtig gut, aber können auch gesundheitlich genutzt werden. Kommen wir zu den Heilwirkungen und Anwendungsarten der Nachtkerze. Besonders die Samen der Nachtkerze haben so gute, wertvolle Öle mit Heilwirkung, die wir uns anwendbar machen können. Das Nachtkerzenöl wirkt entzündungshemmend. Es kann aber auch Juckreiz lindern und wirkt beruhigend. Es wirkt auch immunstärkend und durchblutungsfördernd. Ebenso kann es krampflösend und verdauungsfördernd wirken. Die Öle der Nachtkerze, die enthalten besondere Linolsäuren, die unser Körper unbedingt braucht, aber nicht selber bilden kann. Das Öl der Nachtkerze ist in verschiedenen Präparaten drin, entweder zum Einreiben, also für die äußerliche Anwendung, aber auch zum Einnehmen, in Form von Kapseln zum Beispiel. Dieses Nachtkerzenöl, in welcher Form auch immer, ist empfohlen, zum Beispiel bei Durchfall, aber auch bei Wechseljahrsbeschwerden, Regelschmerzen und PMS. Es ist auch gut für den Fettstoffwechsel. Das reine Öl wird auch für Kräuterbäder benutzt.
Es ist aber auch in Cremes und in Salben enthalten für die äußerliche oder kosmetische Anwendung. Auch in vielen Kosmetikprodukten ist das Nachtkerzenöl enthalten. Dieses Öl ist besonders empfohlen zur Hautpflege, aber auch bei Beschwerden wie Ekzemen oder juckender und schuppiger Haut. Und auch bei Neurodermitis bietet sich das Nachtkerzenöl zur Anwendung an. Die meisten Bilder und Videos, die man so zur Nachtkerze findet, enthalten ja die blühende Pflanze. Da mein Mann ein Survival-Trainer ist, gibt's aber zum Glück schon ein Video, das ist vor einem Jahr entstanden. Da hat er die Nachtkerze im ersten Jahr bei sich ausgegraben und die Wurzel mal verkostet. Da könnt ihr auch nochmal genauer sehen, wie die anderen Pflanzenteile so aussehen. Und er zeigt auch nochmal richtig schön die Samenkapseln der Nachtkerze. Das Video verlinke ich euch mal unten. Da kann man richtig gut nochmal nachschauen, wie man die Nachtkerze auch erkennen kann, bevor sie blüht. Ich hoffe, auch heute war wieder etwas Interessantes und Neues für euch dabei. Morgen geht's weiter mit einer Heilpflanze, die mit Ur beginnt. Ich hoffe, ihr seid neugierig, macht das Beste aus der Zeit und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!